So, und bevor ich das Spiel starte, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge 7 Days to Die. Ich wollte ja eigentlich gucken, dass hier unten der Kessel erstmal mein Essen fertig macht. Und in dem Moment sehe ich halt diese Horde. Ich habe schnell auf Pause gedrückt und wollte diese Gelegenheit nutzen, die Aufnahme dann zu starten. Deswegen bin ich jetzt hier gerade noch in diesen schicken Pausenmodus, den wir jetzt verlassen und direkt auf die Zombies losgehen. Oder auch nicht. Okay, sie sind... Ja. Kommen die anderen denn wieder zurück? Aber die anderen tummeln sich hier vorne. Dann kann ich hier gerade mal die nachladen. Den können wir reparieren. Den reparieren wir dann auch mal. Ja. Wie komisch kannst du laufen? Ja. Okay. Hier, von da kommt noch einer. Schön, dass wir das Gras schlagen. So, einer davon steht wieder auf, und zwar der hier. So, eine Schürfwunde. Unsere Rüstung ist gerade noch was schwach. Aber die können wir gerade auch nicht reparieren, weil uns der Stoff noch fehlt. Deswegen ziehen wir die jetzt erstmal wieder an. So. Ein gelbes Säckchen, das ist sehr gut. Okay, vollkommen daneben, aber okay. Mein Gott, er bleibt doch mal ein bisschen ruhiger, ey. Dankeschön. Aber sie lebt trotzdem auch noch. Okay, jetzt ist er tot. Schnell den hier looten. Genau, in dem Moment, wo ich vorziele, rennst du nicht mehr nach vorne. Ist klar, Alter. Jetzt würden die wissen, ah, der zieht es gerade nach vorne. Los, ich laufe anders hin. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Der da hinten läuft, dem überlasse ich sein Schicksal, weil er wird irgendwo... Ah, da ist aber noch einer. Hallo, hallo, hallo. Hallo, Dri. Der ist tot, genau. Jetzt können wir allerdings auch einen Punkt vom Land Leben wieder reinsetzen. Genau. Ja, das ist jetzt auch geil mit der Musik gewesen. Kartoffelpflanze. Ich nehme mal gerade das Messer aus der Hand. Was haben wir hier noch? Kochen. So, dann haben wir eine Kartoffelsaat. Die setzen wir auch direkt wieder ein. Maispflanzen. Maissamen 4 Stück. Sehr schön. Können die nämlich auch direkt wachsen und gedeihen. Wir laden in den Kisten ab und gehen direkt wieder looten, beziehungsweise mal zum Händler. Okay. Achso, da war die erste Kiste, okay. Gehen direkt mal zum Händler.
Messing. Knochen, genau, da können wir das Fleisch. Ich war nämlich währenddessen hier am Viecher ausschalten, die rein zufällig dran vorbeigekommen sind. Ah ne, nicht die 10 weg. Die weg, die dahin. Ja, und dann kam mir halt diese Zombie-Herde entgegen. Und die habe ich gedacht, die nehmen wir noch mit. So, genau, ich brauche gerade auch noch ein bisschen Stoff, nicht viel, um mal eben schnell zu reparieren hier. Weil wir haben ja jetzt bald auch schon Blutmond. Jetzt brauche ich dafür normales Eisen, okay. Ich finde das blöd immer noch, dass man das ausziehen muss, um es zu reparieren. Und danach zieht das automatisch wieder an. Also Logik, ja gut, es ist ein Zombie-Spiel, was ist daran schon logisch, ne? Aber da kann man sich ja dann streiten. So, normales Eisen so mitnehmen. Reparieren, reparieren, reparieren. Kann man das auch wieder ablegen. Genau, ich kann auch gerade mal gucken, wie es um unseren Ofen gestellt ist hier drin. Achso, den haben wir ausgeschaltet. Genau. Eisen braucht man dann noch jede Menge. Sicherungskiste. Ich hoffe, dass das so funktioniert nachher, wie ich mir das vorstelle. Genau, wir laufen jetzt in Richtung nochmal unserer letzten Lootstation. Ach, das war ein Hühnchen. Okay. Das habe ich jetzt echt. Dafür habe ich echt lange gebraucht, um das zu registrieren, dass das ein Hähnchen ist. Okay. So, auf der weiten Flur kann ich mal eben noch an meinem Kaffee trinken. Es geht ja nichts um einen frischen Kaffee morgens. So, hier wieder auch mal was abbluten hier. Sie scheinen auch das ein oder andere neue Musikstück mit eingebaut zu haben, was ich jetzt nicht verkehrt finde. Weil irgendwann hast du halt die Musik durch. Hier müsste man hin. Sie wird halt, so wie jetzt gerade so ein bisschen überspielt mit was anderem, mit etwas Frischerem. Alles nicht verkehrt, alles nicht verkehrt. Also das Spiel ist auf einem guten Weg, noch besser zu werden. Gar keine Frage. Doch, dass unser Knochenmesser mittlerweile viel Blut abbekommen hat, finde ich echt gut, dass sie da so ein bisschen stylmäßig was gemacht haben. Was auch geändert worden ist, man kann zum Beispiel. Okay, ich habe die neue Experimente-Version nicht. Also in der neuen Experimente-Version ist das Wasser. Also hast du nichts in den Händen, kannst du was trinken aus dem Bach raus. So, wir haben da Eisenschuhe nach wie vor. Naja, dann können wir die jetzt erlegen. Und ich habe den Stoff, doch, habe ich eben abgelegt. Okay. Nimm das doch mit. Danke. So. Genau, da weiter geradeaus konnte man das Auto looten. Nein, konnte man nicht. Deswegen nehme ich es mal auseinander. Gucken, was wir da schönes, tolles alles bekommen. Später wichtig für unsere Robotik. So, Internet sagt gerade auch Bye-bye, so wie es aussieht. Finde ich mal wieder very nice. Gott sei Dank sind wir bei 7 Days nicht aus Internet angewiesen gerade. Aber man kriegt es halt trotzdem mit, wenn das Internet sagt, ciao. So, welches war das jetzt hier? Nach dem Ding war das. Ah, keine Ausdauer mehr. Aber hier noch ein unberührter Briefkasten.
Verbessert die Fertigkeit von Sammelwerkzeugen. So, theoretisch gesehen, den Mais können wir jetzt hier schon mal mitnehmen. Sollte ich da so drauf fahren? Aber er sammelt immer noch keine. Also nicht so gut die Dinger ein. Blöd. Blöd, blöd, blöd. So. Aber man kann ja aus den Maiskolben später auch Maissaat machen. Deswegen nehmen wir die jetzt schon mit. Wir haben jetzt eh die Hälfte abgeerntet hier. Die anderen sind halt verrottet. Die bringen gar nichts mehr außer Gras. Jetzt müssen wir auch direkt wieder raus. Zerlegen war, genau. Hier bei der Farm warm war. Waren wir drin. Ah, das Krankenhaus. Ob wir das jetzt schon looten sollten? Ist halt gefährlich, ne? Ah, hier ist noch ein Transporter. LKW, den haben wir noch nicht angeschaut. Kartoffeln, ja. Waren wir in dem Haus schon drin? Laut Karte nein. Dann gucken wir doch erst hier rein, weil wir haben ja auch kurz vor Blutmond jetzt. Zeigt er jetzt gleich um 8 Uhr auch an. Wird auf jeden Fall irgendwo auch ein Hund in der Nähe sein. Können wir nochmal absnacken. Eine ganz gemütliche Lootrunde. Den können wir allerdings auch mal reparieren nochmal. Okay. Kriege ich mehr Nitratpulver, wenn ich es mit dem Messer mache? Ja. Materialien nehmen wir einfach mal nochmal mit. Ist ja nie verkehrt. Alleine schon, wenn es wieder ums Bauen geht. So, hier kommen wir in den Keller rein direkt. Dann würde ich auch sagen, starten wir die Lootrunde hier in dem Gebäude vom Keller aus. So, es war natürlich klar, dass ich nicht direkt auf Anhieb die Tür wieder bekomme. Down, down, down. Zerstörte Werkbank. Eine Eisenschaufel war dabei. Sehr, sehr, sehr schön. So, die Mütze können wir ganz normal zerlegen. Hier ist noch ein bisschen Müll. So, hätte ich jetzt die Mod nicht, wäre es hier wieder extrem dunkel drin. Mod sei Dank. Sehen wir wenigstens ein paar Umrisse. Lustigerweise sehe ich auch mehr als auf den Aufnahmebildschirm, also werdet ihr quasi wirklich nur das sehen. Nein! Ah, Müll getroffen. Klasse. Wo ich hier halt hinhalte. So. Das tauschen wir auch direkt mal aus. Das können wir dann zerlegen. Zerlegen. Und das ist mit einem Mal weg. Draußen schönes Gewitter wieder. Läuft also. Plastik nehmen wir mal mit. Wenn dann wieder mal random irgendwas einfach mit einstecken. Das ist nur Papier. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Messing ab. Da hier oben auch. Weil das werden wir später alles brauchen. Alles, 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 alles. Genau. Die rote Zahl ist auch schon da. Aber wir werden diese Loot-Tour noch beenden können. Da können wir nochmal besuchen. Achso, da war ich drin. Ich wollte eigentlich mal rausgucken. Genau. Du bist nass. Dankeschön. Dankeschön, dass du mir das jedes Mal sagst. Den reparieren wir dann nochmal. Grüß Gott. Wieder schauen. Okay.
Gehen wir hier. Metall, Rohre, sehr schön. Rohre sind immer gern gesehen. So, hier oben liegt noch ein bisschen Müll. Leerer Unterschrank, leerer Kühlschrank. So, da haben wir nichts. Da tauchen jetzt ganz viele auf. Mal wieder. Genau, ich sag sie. Okay, falscher Verband. Okay, ich werde jetzt nicht direkt verbluten. Aber es ist trotzdem irgendwie Müll, dass wir so stark am Bluten sind. Okay. Das wollte ich eigentlich. Okay, das sind nur Steine. Niedliche Katzenbild mal abreißen. So, hier ist nichts drin. Die Schuhe können wir auch direkt zerlegen. Das können wir benutzen. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Okay, falsches Spiel. Vorsichtig. Zwei Bücher wieder von Gewehren und von Sammelwerkzeugen. Sehr nice. Okay, ciao. Auf Wiedersehen. Oh, gelbes Säckchen nehme ich gerne. Zur Fertigung von Samen. Liebend gerne nehme ich das mit. So, da haben wir auch eine doppelläufige Schrotflinte. Finde ich auch immer geil, so eine doppelläufige zu haben. Im Normalfall. So, nochmal ein Mülleimerchen. Nochmal Müll, da ist bestimmt einer drin. Wer versteckt Schuhe? Gott, war da nur noch ein Schuss drin, Leute. Ich habe da was Gutes versteckt hier hinter. Noch ein Zombie versteckt habt ihr. Okay, der haben wir erstmal den Arm rausgerissen. Und dann den Kopf. Sehr schön. Aber wir haben auch noch einen Dachboden. Haben wir nachgeladen? Wir haben nachgeladen. Ach. Macht doch nicht sowas. Macht doch nur euer Zuhause kaputt. So, und dann gucken wir mal gleich, was hier in den Kisten drin ist. Aber, beziehungsweise erst in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann auch schon wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.